Hallo, mein Name ist Sabine Krauser und zusammen mit meinem Kollegen Jan Blöte möchte ich Ihnen in den kommenden Minuten näher bringen, was die Kryosphäre ist und welche Folgen die Degradation, also das Abtauen und das Abschmelzen der Kryosphäre mit sich bringt. Als Kryosphäre bezeichnet man generell erstmal die Gesamtheit allen gefrorenen Wassers auf der Erde, also zum Beispiel gefrorene Flüsse oder Seen, Schnee, Gletscher, auch Meereis und auch den Permafrost, also das Eis im Untergrund. Ja? In diesem Video fokussieren wir uns jetzt auf die europäischen Alpen und dort umfasst die Kryosphäre im Sommer hauptsächlich das oberirdische Gletschereis, das ist, glaube ich, bekannt, sowie der unter der Erdoberfläche existierende Permafrost, das Untergrundeis. Und es gibt auch ein paar vereinzelte Schneefelder in den Höhenlagen, aber das ist jetzt hier nicht der Fokus. Erstmal zur Definition der Begrifflichkeiten. Also ein Gletscher ist eine zusammenhängende Schnee-, Firn- und Eismasse, die hat so mindestens 30 Meter Mächtigkeit. Das braucht sie, weil ab dann wird das Eis erst plastisch und fließt langsam der Erderziehungskraft folgend, also der Gravitation folgend, in der tiefen Linie nach unten. Das ist also ein Gletscher. Und im Zuge des globalen Klimawandels schmelzen weltweit und deshalb auch in den europäischen Alpenraum die Gletscher. Ja, man sieht jetzt hier in dem Timelapse-Video neben mir als Beispiel die Gletscherzunge des Gebhardtferner Gletschers. Der liegt im Kaunertal im Südwesten Tirols. Und der hat in den letzten Jahren stark an Länge sowie auch an Volumen verloren. Als zweite wichtige Begrifflichkeit möchten wir Ihnen den Permafrost vorstellen. Unter Permafrost verstehen wir einen Untergrund, der für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist. Es handelt sich also zunächst um eine rein thermische Definition, die nicht an das Vorhandensein von Eis gebunden ist. Ist aber ausreichend Feuchtigkeit vorhanden, wie zum Beispiel in den europäischen Alpen, können wir auch davon ausgehen, dass der Permafrost tatsächlich gefrorenes Wasser umfasst. In den Alpen finden wir je nach Höhenlage und lokalen Gegebenheiten, also ob wir eher abgeschattet, von der Sonne abgewandt oder der Sonne zugewandt liegen, ab einer Höhe von ungefähr 2500 Metern über Null Permafrost im Untergrund. Dabei ist Permafrost nicht nur in Lockergesteinsdecken, sondern auch in Gesteinen an den Hängen und Bergspitzen zu finden. Die folgende Karte, die Sie hier sehen, zeigt Ihnen die Verteilung von Gletscherflächen im Alpenbogen, die hier hellblau dargestellt sind. Insgesamt summierte sich die Gletscherfläche in den Alpen 2014 auf ungefähr 1750 Quadratkilometer mit einem geschätzten Eisvolumen von 70 bis 80 Kubikkilometern. Schauen wir uns auf der zweiten Karte nun die flächenhafte, modellierte Verbreitung von Permafrost im Alpenbogen an, die hier in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit in gelb bis lila dargestellt ist, dann ist zu erkennen, dass diese Flächen erstmal eine deutlich größere Verbreitung haben als die Gletscherflächen, die hier wiederum in hellblau dargestellt sind. Gelb gezeigt sind in dieser Karte die Bereiche, in denen Permafrost nur in Gunstlagen vorkommt, also zum Beispiel abgeschattete, der Sonne abgewandte Bereiche, während in lila die Flächen dargestellt sind, in denen in den Höhenlagen Permafrost unter tatsächlich allen Reliefbedingungen vorkommen kann. Insgesamt wird die Permafrostfläche in den Alpen auf ca. 3000 Quadratkilometer geschätzt. Im Vergleich zu den Eisvolumina, die für die Gletscher geschätzt werden, umfassen diese Permafrostflächen allerdings ein deutlich geringeres Volumen von ungefähr 25 Kubikkilometern Eis. Nachdem wir uns jetzt die Verteilung angeschaut haben von Gletscher und Permafrost in den Alpen, möchte ich jetzt über die Degradierung der Kryosphäre sprechen, also das Abschmelzen der Gletscher und das Austauen des Permafrostes. Beides hat nämlich oder zieht weitreichende Folgen nach sich. Einmal ein veränderter Wasserabfluss, der auch wieder verschiedene Folgen nach sich zieht, und dann die erhöhte Sedimenterosion und Transport sowie damit zusammenhängende Naturgefahren, die wir uns anschauen werden. Fangen wir mit dem veränderten Wasserabfluss an. Sie sehen jetzt hier auf der Grafik neben mir, dass der Abfluss sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. In den Alpen oder in den meisten Hochgebirgen sind das meistens aus 5 Komponenten. Das ist das Grundwasser, der Permafrost, Regen, die Schnee- und die Gletscherschmelze. Der relative Anteil dieser 5 Komponenten verändert sich im Laufe der Jahreszeiten, wie ersichtlich auf den weiteren Graphen mit den veränderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen. So ist es zum Beispiel ersichtlich, dass im Frühjahr und im Sommer besonders die Komponenten Schnee- und Gletscherschmelze zunehmen, klar, wegen den erhöhten Temperaturen, und Anfang Herbst, wenn dann die Temperaturen wieder kälter werden, auch rapide abnehmen. Der Regenanteil ist am stärksten im Hochsommer,
bedingt durch die Starkregenereignisse, die uns in unseren klimatischen Breiten erreichen. Der Permafrost erfährt verglichen zum Gletscher erst im Hochsommer seine größte Degradation, die je nach Temperaturentwicklung bis in den Spätherbst hinein erhöht sein kann. Und der Grundwasseranteil bleibt über das Jahr ungefähr gleich. Eine weitere langfristige Veränderung ist nun durch den Klimawandel zu verzeichnen. So verändern sich die jährlichen Abflussganglinien der einzelnen Komponenten mit dem fortschreitenden Abschmelzen der Gletscher und der verringerten Schneedecke. Dies führt erstmal zu einer Erhöhung des Gletscherabflusses im Sommer. Jedoch, nachdem dann der Gletscher natürlich komplett abgetaut ist, wird dieser Abfluss auch komplett im Jahresabfluss fehlen. Ja? Und auch der Schneeschmelzanteil wird über die folgenden Jahrzehnte sinken. Der Permafrost wird genau wie der Gletscher durch die erhöhten Temperaturen langfristig austauen. Und dadurch, dass es sich aber um Untergrundeis handelt, passiert es zeitverzögert. Ja, und somit kann man noch einen erhöhten Permafrostanteil im Abfluss nachvollziehen, nachdem der Gletscher eigentlich schon abgetaut ist. Bei dem Komponenten Regen wird eine generelle Erhöhung des Abflusses erwartet, mit ähnlicher, aber definierterer Abflussganglinie. Und der Grundwasseranteil wird wahrscheinlich auch ähnlich bleiben. Da Hochgebirgsregionen wichtig für die Wasserversorgung und Wasserwirtschaft der umliegenden Flachländer sind, werden sie oft auch als Wassertürme bezeichnet, wie zum Beispiel die Alpen als Wassertürme Europas gelten. Der zu erwartende, veränderte Abfluss aus diesen Gebirgsregionen zieht nun einige Probleme für die betroffenen Gebiete nach sich, was wir auch als indirekte Naturgefahren bezeichnen. Im Folgenden möchten wir Ihnen ein paar prominente nennen. Als erstes ist hier der langfristige Verlust von Wasserressourcen zu nennen. Wir verlassen dafür einmal kurz die europäischen Alpen, da es auf der Erde auch Gebirgsregionen gibt, in denen dieses Thema etwas relevanter ist. In den zentralen Anden Südamerikas, aber auch den Hochgebirgen Asiens, stellt das Schmelzwasser aus den Gebirgen die wichtigste Trink- und Nutzwasserquelle dar. Die Degradation der Kryosphäre, also das Abtauen von Gletschern und Permafrost, wird hier weitreichende Anpassungen erfordern. Als zweites prominentes Problem ist die Wasserwirtschaft zu nennen. Im Alpenraum wurden Stauseen zur Wasserenergiegewinnung häufig in den 60er Jahren geplant und gebaut, aufbauend auf den damals bekannten Abflussganglinien. Dem verringerten Abfluss soll in Zukunft mit großen baulichen Veränderungen begegnet werden, wie zum Beispiel der Anzapfung von Nachbartälern oder der neuen Anlegung von Pumpspeicherwerken, um diese notwendigen Zuflüsse zu garantieren. Weiterhin ist zu erwarten, dass große europäische Flusssysteme, die vorwiegend aus der Alpenregion gespeist werden, wie zum Beispiel der Rhein oder die Rhone, zukünftig im Sommer deutlich weniger Schmelzwasser aus den Alpen bekommen werden. Dies kann in zusätzlich trockenen Jahren mit geringer Niederschlagskomponente zu einem so geringen Abfluss führen, dass, wie hier im Bild zu erkennen ist, Hungersteine sichtbar werden. Neben den veränderten Bedingungen für das Ökosystem kann dann auch die Schiffbarkeit nicht mehr gegeben sein, was weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zieht. Aber nicht nur der veränderte Abfluss zieht weitreichende Folgen nach sich. Wie hier im Video ersichtlich, hinterlässt der Gletscher nach seinem Rückzug ein Gebiet, in dem mächtige Lockersedimentdecken in Form von Moränen im steilen Terrain abgelagert wurden. Diese Ablagerungen sind zunächst vegetationslos und sind damit erosiven Prozessen schutzlos ausgeliefert. In dem steilen Relief bedingen Niederschlag und Gravitation daher eine erhöhte Sedimentdynamik mit zahlreichen erosiven Transport- und Ablagerungsprozessen im Gletschervorfeld. Diese paraglaziale Periode wird als eine Zeit erhöhter morphologischer, also reliefverändernder Aktivität beschrieben. Weiterhin kann in den Permafrostbereichen das Untergrundeis eine stabilisierende Wirkung haben, indem es Fest- und auch Lockergestein zusammenhält, ähnlich wie einer Kittmasse, so wie man das in diesem Foto erkennen kann. Das Austauen des Permafrostes kann demnach vermehrt zu Instabilitäten der zum Teil mächtigen Lockersedimentdecken sowie auch des mit Spalten und Klüften durchdrungenen Festgesteins führen. Dies macht ein vermehrtes Auftreten von Erosionsprozessen in steilen Hangpartien wahrscheinlich, die häufig als gravitative Massenbewegungen in Erscheinung treten, wie zum Beispiel Muren, Hangrutschungen, Steinschläge oder Felsstürze. Wenn diese Prozesse Infrastruktur oder Personen gefährden, dann klassifiziert man sie als Naturgefahr. Demzufolge macht eine beschleunigte Degradation der Kryosphäre den Anstieg von Naturgefahren heutzutage sehr wahrscheinlich.
Ein Sachverhalt, der in den letzten Jahren auch vermehrt medial Aufmerksamkeit erhalten hat. In dem Einführungsvideo haben Jan Blöte und ich einen Überblick gegeben über einige Folgen der Permafrostdegradation. Jetzt habe ich Professor Dr. Michael Krautblatter im Gespräch. Er leitet an der TU München das Fachgebiet Hangbewegung und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von dem Klimawandel in den Alpen und dabei speziell mit alpinen Naturgefahren. Michael berichtet von einigen Beispielen aus seiner Forschung und macht dabei die Relevanz dieser Arbeiten für die Alpen deutlich. Vielen Dank für die Einladung. Ich leite an der TU München das Fachgebiet Hangbewegungen. Wir beschäftigen uns mit alpinen Naturgefahren und eben ganz besonders auch mit den Auswirkungen vom Klimawandel in den Alpen. Und die sind eben besonders stark zwischen 2.000 und 3.000 Meter, wo es Gletscher gibt, die sich zurückziehen und Permafrost. Und da sind wir mit circa 15 Leuten, bearbeiten wir diese Themen. Mhm. Michael, ich habe in einem vorangehenden Video schon mal Permafrost kurz definiert und kurz erklärt. Vielleicht kannst du noch mal was zum Aufbau von dem Eis im Untergrund genauer sagen. Das wäre genau. Also jeder von uns kennt die Gletscher, das ist die sichtbare Vereisung, die oben auf den Bergen drauf ist. Es gibt aber auch eine Vereisung, die ist in den Bergen drin und die ist dann sozusagen in dem Schutt, den man da kennt, und die ist aber auch in den Felsen drin, weil jeder Fels hat Poren und er hat Klüfte und die sind komplett innen drin gefroren. Wir können uns also vorstellen, dass ein Berg wie die Zugspitze innen drin, ganz oben komplett gefroren ist und dass auf der Nordseite zum Beispiel nur die obersten 5-6 Meter auftauen. Und dieser Permafrost, obwohl wir ihn nicht sehen, der verändert sich in den letzten Jahren, weil es einfach wärmer wird. Seit 1980 ist die Temperatur auf der Zugspitze um 1 Grad nach oben gegangen und dementsprechend zieht jetzt auch der Permafrost mit. Und das ist eben eine Phase, die wir sehr genau beobachten. Mhm. Und vielleicht nur noch mal kurz, um sich das vorstellen zu können. Wie ist es dann? Also im Sommer taut sozusagen der Permafrost an und im Winter wird er dann wieder größer, weil es wieder kälter ist und wieder eingefroren, oder? Ja, also der Permafrost ist der Teil, der immer gefroren ist. Das heißt, die Definition ist, dass er mindestens 2 Jahre hintereinander unter 0 Grad bleibt. Das heißt, gefroren bleibt auch in diesem Bereich. Und außen haben wir so eine Auftauschicht. Das ist jetzt hier, wenn man hinter mir die Zugspitznordwand sieht, so 5 Meter von der Außenwand ungefähr. In besonders heißen Jahren, 2018 oder so, taut es auch mal 10 Meter von außen rein. Und innen bleibt aber ein Kern, der ist eigentlich immer gefroren. Und obwohl der gefroren bleibt, ändert sich die Temperatur. Also wir haben hier oben auf der Zugspitze angefangen, in dem Kammstollen, wo ich messe, der ist ungefähr hier, bei minus 1,2 Grad. Jetzt sind wir bei minus 0,7 Grad. Das ist jetzt bloß 10, 12 Jahre später. Das heißt, wir sehen da schon eine relativ schnelle Veränderung über die letzten Jahre. Okay. Und was passiert jetzt genau? Also der taut raus und dann? Also wenn der Permafrost raustaut, dann gibt es eine ganze Reihe von Effekten, die uns dann auch sofort an der Oberfläche auffallen. Das eine davon ist, der hat einen ziemlichen Einfluss auf die Wasserführung. Also das heißt, dort, wo Eis in den Klüften ist, blockiert es oft den Wasserfluss und plötzlich verschwinden Quellen, die wir kennen. An der anderen Stelle kommen Quellen wieder raus. Das ist ein Effekt, den wir kennen. Und der andere Effekt, den wir sehr stark beobachten, ist eben, manchmal kommt es auch dazu, dass sich Felsen instabil werden. Das ist nicht immer so. Also man kann jetzt hier nicht sagen, jeder Fels, der auftaut, wird automatisch instabil. Aber es gibt Konfigurationen, die wir sehr genau beobachten müssen, wo eben dieser Verlust vom Eis dazu führt, dass Felsen instabil werden. Das ist einmal, weil Eis in den Klüften ist und natürlich das irgendwie einen gewissen bindenden Effekt hat. Der zweite Effekt, den wir beobachten, ist auch, dass der Fels an sich, der nie perfekt ist, sondern immer kleine Risse hat, durch das Eis innen drin ganz gut stabilisiert wird. Also auch die Felsfestigkeit an sich verringert sich in manchen Fällen um 30-50%. Und auch das kann Sturzereignisse oder häufiger so Deformationen zur Folge haben. Und das untersuchen wir ganz intensiv in unserem Außenlabor. Das ist zum Beispiel Zugspitze im Kitzsteinhorn, also Berge, wo wir das beobachten. Aber auch in Innenlabors, wo wir dieses Auftauen nachstellen und dann schauen, was ändert sich mechanisch dann in diesen Steinen. Also ihr schaut euch in erster Linie an, was passiert, wenn der Permafrost im Festgestein sozusagen degradiert oder austaut. Kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, was passiert, wenn der Permafrost in Lockergesteinsdecken austaut? Also wenn das, es gibt viel Schutt in den Alpen und das kann man sich so vorstellen, dass in manchen gerade die höheren Hängetäler, die so auf 2800 Meter sind oder noch höher, da gibt es manchmal 30, 40, 50 Meter dicken Schutt
Und der ist obendrauf, sieht man nur den Schutt, aber wenn man reinbohren würde, nach 2-3 Meter kommt man aufs Eis, der ist eisgebunden. Und wenn dieses Eis sehr nah an Null kommt, dann wird es viel besser deformierbar. Und die große Form davon nennen wir zum Beispiel Blockgletscher, also gefrorenes Eis, was sich schnell bewegt. Und das hatte sich typischerweise in den 80er Jahren immer so mit 10, 20 Zentimetern im Jahr bewegt. Und dann hat man mit der Erwärmung gesehen, dass es eigentlich nach 2003 und so, dass es jetzt plötzlich Bewegungen 4-5 Meter gab. Oder im Mattertal gibt es den Grabenkufer, der dann über 100 Meter im Jahr gemacht hat. Also es gibt plötzlich sehr schnelle Bewegungen auch in diesem gefrorenen Schutt. Und sobald die natürlich auf Infrastruktur treffen oder auf Wege, kommt es natürlich auch da zu Naturgefahren. Okay. Und also jetzt weiß man das und kann es auch nachvollziehen, den Prozess durch Messung, ne, wie ihr das auch macht an der Zugspitze und am Kitzsteinhorn, wie du erzählt hast. Was braucht es dann noch an Forschung oder was ist jetzt noch notwendig, sich da genau anzuschauen und wohin geht die Wissenschaft? Also das große Problem an dieser Naturgefahr ist, dass wir dafür kein Erfahrungswissen haben. Also wenn ich was über Lawinen wissen will in den Alpen, dann kann ich meinen Vater oder die Großmutter oder jemanden fragen, der das schon lange beobachtet hat. Und dadurch haben wir ein langes Erfahrungswissen. Das, was in diesen Permafrostfelsen passiert, das hat keiner von uns je erlebt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das vorauszusehen, ist es zu verstehen und dann aus dem Prozessverständnis, was wir da entwickeln, in die Zukunft reinzugucken. Und das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Und da brauchen wir eigentlich drei Dinge. Das erste ist, wir müssen erkennen, wo ist der Fels überhaupt gefroren? Und dafür haben wir sehr stark entwickelt, so geophysikalische Verfahren, zum Beispiel mit elektrischen Feldern in die Felsen reinzugucken und zu sehen, wo ist denn heute unter einer Seilbahn zum Beispiel überhaupt noch Permafrost. Das zweite ist zu sehen, wie verändert der sich. Also das machen wir zum Beispiel auch über Monitoring, indem wir jedes Jahr wieder messen und dann sehen, aha, unter dieser Alpenvereinshütte ändert er sich so und so. Und wenn wir das Wasser wegbringen, dann erholt er sich auch wieder ein bisschen. Das ist so die Veränderung über die Zeit. Und das Dritte ist dann wirklich in eine Richtung Vorhersage zu gehen. Also wir versuchen jetzt gerade an der Zugspitze und an anderen Orten mechanische Modelle zu kriegen, wo wir eigentlich diese Wärmeveränderungen, dieses von -2 auf -0 nehmen und dann sagen, was heißt das mechanisch? An welchen Stellen kann es instabil werden? Und können wir das im Umfeld der Infrastruktur vorhersagen? Und ich nenne es die sehr steile Lernkurve. Also wir machen Sachen in der Wissenschaft 2 Jahre vorher, bevor wir in die Anwendung gehen. Also wenn wir was Neues jetzt hier im Kampfstollen an der Zugspitze ausprobiert haben, dann haben wir meist nach 2 Jahren die erste Alpenvereinshütte, wo wir das auch ausprobieren, weil dort genau die Frage auftritt. Das heißt, da muss die Forschung wirklich sehr schnell sein und auch dieser Gap zwischen Forschung und Anwendung, der ist sehr klein. Also das sind wirklich noch 2-3 Jahre, wo wir dann die gleichen Methoden in die Praxis bringen. Und was macht dann die Praxis damit? Das heißt, ihr könnt dann auch in so einer Alpenvereinshütte irgendwie genau sagen, wie unstabil ist der Untergrund oder wie sieht das in ein paar Jahren aus? Was passiert dann damit? Also das sind jetzt bei uns zum Beispiel Seilbahnen, wo wir das machen. Das sind auch Alpenvereinshütten. Erstaunlich häufig hat es was mit Wasser zu tun. Also das Erste, was wir immer machen, ist versuchen, alle Drainagen von warmem Dachwasser oder anderen Wasser, die direkt in Kontakt mit diesen gefrorenen Felsen kommen. Das warme Wasser kann eben sehr schnell viel warme Energie in die Tiefe bringen, das alles wegzukriegen. Und wir sehen auch häufig schon Schäden, die eigentlich darauf zurückgehen, dass irgendwo warmes Dachwasser oder so eingeleitet wurde. Das ist so ein erster. Das heißt, wir beraten dann jetzt zum Beispiel Renovierungsarbeiten bei Hütten und bauen diesen Aspekt gleich mit ein, dass man diese Wärme mit wegbringt. Wir beraten auch manchmal zum Beispiel, dass die Wärme, die von den Gebäuden ausgeht, von dem Fels weggehalten wird, indem man zum Beispiel einen Abstand schafft, der durchlüftet ist und gerade im Winter auch durchlüftet ist, dass dieser Fels natürlich weiterkühlen kann. Das sind viele Maßnahmen, die, wenn man das in der Bauphase mit einbaut, gar nicht sehr teuer sind, aber die eine unheimliche Wirkung haben und die einfach dieses Auftauen von Permafrost deutlich verlangsamen, zumindest auf das Natürliche zurückbringen und nicht noch zusätzlich von den Gebäuden und von der Infrastruktur sozusagen Schäden in den Permafrost reinbringen. Ja, super. Dankeschön, sehr spannend. Viel Erfolg mit der Arbeit. Dankeschön, Sabine, auch für das Interview. Nachdem Sie nun einige grundlegende Informationen zu Gletschern in den europäischen Alpen und deren Bedeutung für den Abfluss bekommen haben, möchten wir nun den Blick in die Zukunft richten. Wie verändern sich alpine Landschaften in den kommenden Dekaden und welche Risiken, aber auch Chancen bietet diese Entwicklung uns? Dazu spreche ich nun mit Professor Wilfried Häberli, emeritierter Geograf und Glaziologe von der Universität Zürich. Herr Professor Häberli, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Wie haben wir uns die Hochgebirgslandschaft der Alpen vorzustellen, wenn die Gletscher verschwunden sein werden? Die Veränderungen sind in der Tat drastisch und für Generationen irreversibel. Wo Gletscher waren, werden Fels und Schutt dominieren. Die Vegetation kann diese freigelegten Gebiete nur sehr langsam und vor allem auch nur teilweise bedecken und stabilisieren. Mancherorts entstehen neue Seen, die es bisher noch nicht gegeben hat. Ganz generell werden diese neu entstehenden Hochgebirgslandschaften sich immer weiter entfernen von gleichgewichtsnahen Zuständen, wie sie sich seit der letzten Eiszeit in den letzten etwa 10.000 Jahren entwickeln konnten. Vielen Dank. Das klingt so, als wäre dieser Weg in Richtung dieser, dieser eisfreien oder gletscherfreien Hochgebirgslandschaften mit sehr dramatischen Veränderungen verbunden. Welche Gefahren gehen denn heute schon oder vielleicht in Zukunft von diesen Gletschern aus, die sich im Zuge des Klimawandels sehr schnell und sehr dynamisch verändern? Noch während des ganzen 21. Jahrhunderts werden weltweit abschmelzende Gletscher wesentlich zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Das ist eine sehr ernste Herausforderung für die gesamte Menschheit. In den Hochgebirgsregionen werden die Flüsse und Ströme für das umliegende Tiefland in der warmen Jahreszeit, in der Vegetationsperiode, also weniger Wasser liefern und auch ihren Sedimenthaushalt verändern, was auf große Strecken sich auswirken dürfte. Für die Nahrungsmittelproduktion, für die Wasserkraft, für die Wasserversorgung dürfte das vorwiegend negative Folgen haben. Im Hochgebirge selber nimmt die Hochwassergefahr zu, vor allem im Hinblick auf mögliche Flutwellen, die entstehen, wenn aus eisentlasteten Felsflanken oder Felsflanken mit erwärmtem und degradierendem Permafrost Felsstürze in Seen hineinfallen. Das sind ja konkrete Bedrohungen, die Sie da schon nennen. Sehen Sie Anpassungsmaßnahmen, Strategien, wie wir mit solchen Gefährdungssituationen in Zukunft umgehen können? In den meisten Regionen der Welt ist man so in einer Art Wahrnehmungsphase. Also man nimmt das Problem zur Kenntnis. Der schwere Unfall im indischen Himalaya mit der Zerstörung von Kraftwerksinfrastrukturen oder auch wiederholte Ausbrüche von neuen Gletscherseen in den peruanischen Anden waren starke Warnsignale. Die hat man durchaus wahrgenommen. Was die Seen anbelangt im Hochgebirge, gibt es multiple Interessen. Also da ist einmal die Wasserkraft, das ist die Wasserversorgung, es ist interessant für den Tourismus, der Landschaftsschutz hat auch etwas dazu zu sagen. Und bei solchen multiplen und zum Teil gegenläufigen Interessen muss rasch eine partizipative Planung an die Hand genommen werden. In entsprechenden Diskurs über die Zielsetzung und die Möglichkeit der Realisierung müssen aber die Sicherheitsfragen eine entscheidende Rolle spielen. Also die Frage der veränderten Naturgefahren bleibt im Zentrum. Ja, vielen Dank, Herr Heberli, für die spannenden Einblicke in eine Zukunft, wie wir sie uns vielleicht für die Alpen selbst oder alpine Landschaften ganz allgemein in Zukunft vorstellen müssen. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Zusammenfassend ist also erkennbar, dass die voranschreitende Degradation der Kryosphäre in naher Zukunft zuerst verstärkt das oberflächliche Eis in Form von Gletschern betrifft, was dann mit der Zeit durch das vermehrte Abtauen des Untergrundeises übernommen wird. Das ist auf dieser Grafik dargestellt. Wann dieser Zeitpunkt genau allerdings gekommen sein wird, an dem der spätsommerliche Abfluss hauptsächlich durch Untergrund gespeist wird, ist noch nicht klar. Erste Studien zeigen uns aber, dass in kleinen Einzugsgebieten, in denen sich die Gletscher heute schon komplett zurückgezogen haben, der spätsommerliche Abfluss durch Permafrostquellen dominiert wird. Sie haben jetzt in den letzten Minuten neben den Begrifflichkeiten für Gletscher und Permafrost die wichtigsten Folgen der beschleunigten Degradation der Kryosphäre in den Alpen kennengelernt. Also in den Wassertürmen Europas. Diese beinhalten noch mal ganz kurz einmal der langfristige veränderte Abfluss, also die
Komponenten des Abflusses sowie auch die Entwicklung des Wasserabflusses verändern sich. Und daraus entstehen indirekte Naturgefahren für Wasser als Ressource, für Wasser zur Energieproduktion und unter anderem auch für Wasser in Flüssen. Und dann kommt noch hinzu die Destabilisierung der Hänge und damit die erhöhte Erosion von Sedimenten und die damit zusammenhängenden Naturgefahren.